Agents of Mayhem ist das neue Spiel von den Saints Row-Machern, spielt im gleichen Universum und ist hier auf der E3 2016 anspielbar. Da haben doch unsere Kamerafrau und ich uns nicht lumpen lassen und gleich mal eine ganze Stunde reingespielt. Bislang ist mein Eindruck allerdings noch relativ zwiegespalten, denn es hat irgendwie nicht den gleichen komisch frechen Charme, den Saints Row bislang immer so mitgebracht hat und was die Reihe für mich bislang eher so interessant gemacht hat. Denn das Open-World-Gedöns, das kriegst du ja eigentlich auch mittlerweile fast überall. Das ist auch wieder Agents of Mayhem, also ihr habt ein Open-World-Spiel, aber das Besondere ist diesmal, dass ihr zwischen 12 Charakteren wählen könnt. Der Hero-Shooter lässt grüßen. Und dann mit dreien in den Kampf zieht. Und welche drei ihr da wählt, das ist dann eben natürlich euch überlassen. Und da könnt ihr natürlich schauen, dass ihr so ein so ausgewogenes Team wie möglich habt. Da gibt es dann wieder Charaktere, die Snipern ähneln mit einem Bogen. Ihr habt natürlich den großen, dicken Typen mit der Shotgun dabei, aber auch den Hollywood, also so ein Schönling, der einfach mit seiner Assault Rifle reinläuft. Ein paar Sachen sind auch sehr Saints Row-typisch. Es gibt zum Beispiel wieder den Double Jump. Hier gibt es dann nur leider nicht die Dubstep-Kanone und den Dildo-Schläger. Stattdessen hatten die Agenten jeweils eine Waffe und eine Fähigkeit auf R1. Und wenn ihr die möglichst oft benutzt, dann bekommt ihr auf L1 auch noch eine ultimative Fähigkeit, die ihr auslösen könnt. Nun macht das Hin- und Her-Switchen, weil es eben auf Button-Knopf wirklich direkt passiert, auch relativ viel Spaß, fühlt sich ganz dynamisch an. Aber es ist halt doch irgendwie am Ende ein bisschen mehr, wie eigentlich nur eine Waffe zu wechseln. Denn was fehlt, und das will eigentlich Denn was fehlt, das sind hier wirklich die Charakterpersönlichkeiten. Und Agents of Mayhem möchte das eigentlich gerne in den Vordergrund stellen und auch irgendwie haben, aber es funktioniert halt noch nicht so richtig. Irgendwie zünden die Sprüche nicht und die Charaktere bleiben dann doch relativ blass über das ganze Gameplay, was wir jetzt in der einen Stunde spielen konnten. Da muss man natürlich in Zukunft sehen, wie sie das machen, ob das dann noch reinkommt, weil die Elemente sind natürlich da. Wir haben die offene Welt, wir haben Comic-Intros, wir haben einen Comic-Look, der zwar ein bisschen PlayStation 3 statt PlayStation 4 ist, aber trotzdem irgendwie ganz, ganz witzig aussieht. Aber es fehlt halt eben noch genau an dem, was Saints Row so einzigartig gemacht hat, nämlich einfach dieser Haut-drauf-Humor, der irgendwie so ein bisschen drinstecken muss, um das Ganze dann eben doch einfach noch ein Level höher zu heben, als nur ein durchschnittliches Open-World-Spiel zu sein.